Moin und erstmal frohe Weihnachten. Ja, wir kommen heute zur Traktorvorstellung vom Deutz DX 610. Einmal ein bisschen detaillierter alles vorgestellt. Das haben sich ja viele gewünscht. Und ja, da bemühe ich mich jetzt hier mal mein Bestes zu geben. Also, das ist ja der Deutz DX 610. Und ja, dieser ist Baujahr 1987 aus erster Hand. Also den haben wir neu gekauft damals. Er hat jetzt 7167 Stunden gelaufen hier. Ein Leergewicht ohne Frontlader und ohne Gewicht hinten dran hat er von 4420 Kilo. Kraftstoffinhalt vom Schlepper sind 220 Liter, da er einen Zusatztank verbaut hat, um ein bisschen länger hinzukommen mit der ganzen Sache. Ja, Hubraum liegt bei 5655 Kubik. Und was gibt es da noch drüber zu sagen? Ja, er hat den F6L912 Motor drin verbaut. Reifengröße, muss ich schnell mal ablesen, sind 420, 70, R 28 vorne und hinten 460, 85, R 38. Und die Hubhöhe vom Frontlader beträgt 3,95 Meter unterkante Schaufel an höchster Stelle. Das ist ja ein Trima 5.1P. Der ist für Schlepper von 100 bis 150 PS geeignet. Der hier hat ja 100 PS und ja, ist ein bisschen aufgedreht auf 120 PS, glaube ich, so circa. Da der ja früher mal geflücht hat und ja, doch knapp mit seinen 100 PS dabei war. Ja, ist eigentlich ein wunderbarer Schlepper, also wir haben da selten Probleme mit gehabt. Sechs Zylinder natürlich. Und ja, mit dem Frontlader ist er jetzt in Rente gegangen, dachten wir eigentlich, aber ja, er macht nun mehr als vorher. Die Spiegel hier sind nachgerüstet, normal sind die hier in der Scheibe verbaut, die haben wir jetzt hier oben verbaut. Und dann hat er eben vorne nur zwei LED-Scheinwerfer und hinten original alles. Das hier ist der Zusatztank hier. Ja, sauber ist er nun nicht komplett. Das ist in dieser Zeit immer schwierig, alles sauber zu halten, aber ja, so ist das. Wenn wir hier nach hinten kommen, er hat eine Druckluftanlage, da der ja auch im hier Sommer Weizen fährt. Zwei doppelwirkende Steuergeräte hat er. Und ja, 540er und 1000er Zapfwelle betreiben kann er. Was gibt es da noch viel zu sagen? Für die Leute, die sich fragen, wozu diese Steckdose hier ist, die war früher für meine Duvenspritze. Da kam der Stromanschluss her, aber das ist jetzt alles nicht mehr im Betrieb, das Ganze. Und ja, hier hat er dann seinen Frontladeranschluss, die ganzen Hydraulikanschlüsse. Und ja, die Aufnahme ganz normal. Vorne hat er nur den Ballastträger verbaut, sonst nichts. Mehr braucht er auch nicht, der Frontlader ist ja schwer genug. Allrad hat er über OptiTrack wird das gesteuert, ja. Für die Leute, die es kennen, schwierig nun zu erklären. Das ist einfach, dass die Räder in Kurvenfahrten sich dann anpassen. Ganz einfach gesagt. Und ja, wenn wir denn hier reinkommen nun. Hier ist er natürlich auch nicht super sauber nun, aber so ist das. Also hier habe ich ja meinen großen Hebel für den Frontladerbetrieb. Wenn ich ihn nach vorne mache, geht der Frontlader runter. Dann kann ich ihn nach hinten wieder ziehen, dann geht der Frontlader hoch und ich kann das Ganze auch in Schwimmstellung, also drucklos machen, ganz nach vorne und ja, dann ist er halt drucklos und der Frontlader sackt von alleine. Wenn ich jetzt hier zur Seite ziehe, zu mir, dann geht die Schaufel hoch, kann man jetzt schlecht sehen, da ich keine Schaufel dran habe und wenn ich es zur anderen Seite kippen würde oder kippe, dann geht die Schaufel wieder runter, wird also ausgekippt. Dann habe ich hier hinten dran noch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da so ein Knopf. Wenn ich den hier drücke und zur Seite mache, so würde ich zum Beispiel meine Greifschaufel so öffnen, genau, und so wieder schließen.
Und hier habe ich noch so einen kleinen Kippschalter. Der bewirkt Folgendes: Auf Straßenfahrten ist der in der Frontlader sozusagen gefedert über die Ölstempel. Er kann dann so ein bisschen schwingen. Und so würde ich das dann wieder sperren, dass das dann nicht so auf die Vorderachse geht, dann würde er eben so ein bisschen mitschwingen. Ganz einfach gemacht. Ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben M-Gang, das ist eigentlich Ackergang. Da können wir, muss ich schnell mal gucken, ersten Gang 4,9, zweiten 6,6, dritten 8,4, vierten 12,2, fünften 14,9 und im sechsten 18,8 km/h fahren. Und dann gibt es ja noch den H-Gang, den Straßengang. Da sind dann von 10 km/h bis 14 km/h. L-Gang habe ich noch von 2,4 km/h bis 9,1 km/h. Und dann kann ich es noch ganz super untersetzen in den L-L-Gang, also langsam, langsam. Da fährt er wirklich sehr, sehr langsam. Das weiß ich noch nicht, wie schnell der läuft. Und hier habe ich dann die Gänge 1 bis 6. Und hier vorne natürlich noch Rückwärtsgang. Also wenn ich ihn so hinstelle, ist er rückwärts und so ist er vorwärts. Und ja, dann hätte ich hier den Straßengang, L-Gang und LL. So, dann haben wir hier ein digitales Display verbaut. Da kann ich dann die km/h zählen, Zapfwellengeschwindigkeit und ja, die Stunden. 6084 zeigt er an, die Drehzahl geht nicht mehr. Daher habe ich einen externen Stundenzähler nun verbaut. 1086,7 Stunden hat er schon. Und ja, hier unten hätte er auch noch so einen kleinen Computer, das funktioniert alles nicht mehr. Also kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass das jemals funktionierte. Hier kann ich normal Licht anschalten, da habe ich nur vom Scheibenwischer den drauf, weil der kaputt war, die Kappe. Hinten die Arbeitsscheinwerfer. Hier oben die beiden Scheiben. Arbeitsscheinwerfer. Scheibenwischer kann ich hier anmachen und hier wäre für Wischwasser. Das ist eben das Symbol vom Licht, weil das so ein bisschen kaputt war, habe ich das mal getauscht. Radio hat er natürlich hier oben verbaut. Sonst wäre das doch zu langweilig, das Ganze. Hier hätte ich Handgas. Kann ich denn beim Flügen, habe ich dann auf Vollgas laufen. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit das Pedal drücken. So, hier habe ich für die Heckhydraulik, kann ich, wenn ich nach hinten den setze, hebt er hoch. Und ganz nach vorne lässt er es dann wieder runter. Also ganz nach hinten hebt er wieder hoch. Dann kann ich hier die beiden Steuergeräte betätigen, also zum Beispiel Anhänger kippen und wieder runterlassen in Schwimmstellung, Seemaschine hoch oder was weiß ich, Flug drehen, könnte alles hier gemacht werden. Hier hinten hat er zum Flügen eine Regelhydraulik, Zugwiderstandsregelung nennt sich das auch, dass er dann selbstständig anhebt, das habe ich ja schon mal erklärt beim Flügen. Und ja, dann hat er hier noch zwei Lautsprecher, ein bisschen größere, dass man auch ein bisschen was hören kann. Und kommen wir zu dieser Seite. Kindersitz hat einen schönen großen. Hier unten kann ich die Zapfwellengeschwindigkeiten einstellen. 540, 1000 und 0. Allrad wird hier noch per Hebel gezogen. Zapfwelle kann ich hier aus- und anmachen. Handbremse hat er hier unten verbaut. Und ja, das war das eigentlich so alles von der Bedienung hier. Scheiben kann ich natürlich alle aufmachen, Seitenscheiben kann ich aufmachen, Frontscheibe kann ich aufmachen und ja, hier die Seitenscheibe natürlich auch, ganz klar. Ja, noch einen kleinen Soundeinblick, das hört sich dann alles so an. Nicht so ein schön überschaubarer Sound, der ist nicht so aufdringlich, wenn man den ganzen Tag hier sitzt. Und ich habe auch mal festgestellt, es gibt den ja auch als 650er, das ist ja der größte von der Baureihe hier und der hört sich eigentlich identisch an. Finde ich eigentlich sehr witzig. Und ja, das war es dann soweit hier zu dem Schlepper. Mehr gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen. So, er hat ja nun nicht viel Elektrik drin, kann auch nicht viel davon kaputt gehen, sage ich immer dazu.
Hier oben kann ich noch den Lüfter steuern, 3 Stufen für die Lüftung hier. Hier auf warm und kalt stellen. Blinker, Hupe. Ja, das besitzt er alles. Und das war's denn schon zu den Funktionen hier. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Da müsste ich eigentlich alles. Ach nee, hier habe ich noch selbstgebauten Schalter für die Rundumleuchte. Der leuchtet auch ein bisschen orange denn und dann ist sie an und dann kann ich wieder ausstellen, dann leuchtet sie nicht mehr. Ja, habe ich selbst gebaut, der hat ja original keine Rundumleuchte gehabt. Das hatte ich ja natürlich noch vergessen. Ja, das war es denn schon hierzu. Ich hoffe, ich habe nun alles gesagt, was ihr wissen wolltet. Das sind so die Hauptkriterien. Ich werde noch hier hinten dran einmal so ein paar Daten aufschreiben zum Nachlesen. Und ja, dann habt ihr noch so ein paar Eckdaten dazu. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen ersten Weihnachtstag und bis zum nächsten Mal.